Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Wir sind unter der zerstörten Nervenheilanstalt und suchen hier den Geist eines Nilfgaarders, der den ganzen Fluch erst ausgelöst hat. Und mal sehen, ob wir ihn dazu bewegen können, dem allen ein Ende zu setzen. Ich glaube, da ist er schon. Ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn es zum Kampf kommt. Der ist bestimmt nicht schlecht. Also der Typ hat bestimmt einiges drauf. Ein Wolf kommt selten allein. Was willst du? Ihren Tod? 2 von 20 kehren dahin zurück, wo keiner mehr ist. Ein einziger richtet sie. Ist er gnädig, füttert er die Toten mit ihnen? Ist er unerbittlich, gibt er ihnen, wonach sie begehren? Eine Prophezeiung, wie schön. Hätte ich mir denken können. Bringst du mir ihre Herzen, esse ich mich an ihrer Feigheit satt. Bringst du mir ihre Augen, banne ich ihren Blick. Das ist dein Vorschlag? Also gut. Ich werde dem Fluch ein Ende machen. So oder so. Oh je. Ich soll die beiden opfern jetzt? Das kann er nicht verlangen, oder? Ich will die beiden auch nicht opfern. Guck mal, das ist, glaube ich, seine Leiche hier, oder? Geist des Nilfgaarders. Haben wir hier noch was? Ah. Krankenhausakte Nummer 4. Krankenhausakte Nummer 4, da haben wir sie doch. Anhang zum Krankenblatt der Patientin Nummer 14. Zeichnungen der Patientin bestätigten die Hypothese von Schizophrenie. Die auffällige Grausamkeit darin hat zweifellos ihre Quelle in Ereignissen während der Kindheit. Starkes Trauma, feststellen, und seine dominante Mutter haben den Verstand dieses armen Geschöpfs verzerrt. Die Patientin wird zu Anwendungen überwiesen. Ich habe beschlossen, die Dosis meiner Kräutermischung zu erhöhen. Mir scheint, außer Heilwirkung setzt sie in den Wesen die Wahrheit, in den Menschen die Wahrheit frei. Und Wahrheit macht frei. Macht uns frei. Naja, ich weiß ja nicht. Das hört sich alles ein bisschen nach erzwungener Wahrheit an, oder? Kann ich da raufklettern? Was kann ich denn... Oh Leute, ich weiß es nicht. Ich werde mal kurz speichern hier. Sie sollen leiden! Sie verdienen es! Achso, sie sollen leiden! Ja, dann, Verschwinde. Verschwinde. Ich kann nichts machen. Ich muss wohl hoch und mit den beiden Typen jetzt reden. Es tut so weh! Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Da ist er ja. Der gute Gridley. Und? Ich bin dem Geist eines Nilfgaarders begegnet. Komm, wir gehen nach oben zu deinem Freund. Und jetzt? Soll ich hier nichts... Gridley, du lebst! Was ist da unten geschehen? Ich habe den Geist des kaiserlichen Soldaten gefunden. Du bist doch ein Hexer! Werd ihn los! Kommt, ich will euch was zeigen. Nee, Leute, ich weiß nicht, also... Ich werde die beiden jetzt nicht opfern. So oder so. Der Geist will sich rächen. Er hat euch an den Ort des Verbrechens befohlen und wird den Fluch zurücknehmen, wenn er euch bekommt. Bei den Göttern! Du willst ihm doch nicht etwa helfen? Er verlangt eure Herzen und eure Augen. Oh Götter, tu was! Leg ihn rein! Das wirst du doch schaffen! Natürlich. Ich könnte ihm auch Neckarherzen bringen. Ich weiß nur nicht recht, was ich davon halte. Hexer, ich flehe dich an! Warum holst du nicht Schweineaugen beim Metzger und Schweineherzen? Du kannst uns doch nicht dem Geist ausliefern. Schweineherzen? Welch poetische Gerechtigkeit. Ja, ich weiß, es wäre jetzt wahrscheinlich nur gerecht gewesen, also was den Geist angeht. Guck mal, die bleiben sogar hier. Oder er bleibt hier. Aber ich kann doch nicht einfach 2 Menschen opfern, nur weil ein Geist seine Rache will. Ich meine, dann bescheiße ich ihn halt lieber ein bisschen. Dann ist er auf jeden Fall aber zufrieden und der Fluch ist wohl gelöst. Weiß ja nicht, wie das funktioniert, aber... Alles besser, als wenn ich da so ein paar arme Kerle hier... Ich meine, jeder macht mal Fehler, ne? Ist ja so. Auch wenn die jetzt vielleicht ganz schön schwerwiegend sein mögen von den beiden. Ich kann es ja wieder nicht aufheben. Da ist wieder was. Na, komm schon. Wieder so ein Gardevieh? Ne, Krieger. Sag mal. Die sind aber auch, ne?
Die sind aber auch. Garstig. Oh. Garstige Viecher sind das. Dass die Kampfmusik immer so lang noch. Oh, nein. Ich finde ja, er könnte das Schwert automatisch wegstecken, wenn er im Kampf oder den Kampf verlässt. So. Fände ich sehr praktisch. Dann müsste ich nicht immer gucken, was jetzt gerade Sache ist. Aha. Aha. Was haben wir denn hier Schönes? Zaunrübe. Und? 12 Orenz. Pechdraht. Ledertuch. Okay. Da ist nichts mehr. War ich hier nicht schon mal? Es kann sein, Leute. Es kann sein, dass ich beim Nachspielen hier... Nee. Glaube ich eigentlich nicht. Ich habe mich wirklich am Uhrzeigersinn orientiert. So wie das letzte Mal. Oh oh. Komm ich hier gar nicht rüber. Naja, dann gehe ich halt mal kurz zum Metzger, hol mir ein paar Schweineherzen, sowie Augen. Ich weiß, wie hättet ihr entschieden? Sagt mir das mal. Wahrscheinlich gäbe es da eine gute Belohnung von Nilfgaarder Geist, oder? Könnte ich mir gut vorstellen, dass das so läuft. Gar nicht mitgekriegt. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Sehr schön. Die lassen sich aber auch einfach verhauen, wenn man mal in so einer Combo drin ist, ne? Ist schon super. Oh, laut der Macht. Nein. Wo waren das jetzt? Hä? Spinn ich? Wo waren jetzt... Wo ist denn der Leichnam von dem Vieh? Oh nein. Ja, ich weiß auch, warum ich nichts tragen kann. Da kommt wieder einer. Komm, lauf mal hier rein. Ach Mann. Endriagen, 3 von 3 habe ich gerade bekommen. Ja, schön. Ich habe das höhere Wissen über sie erlangt. Soll ich echt so viel farmen noch? Oh ne, ich wollte die gar nicht scharf machen. Aha. Jetzt muss ich sie wieder entschärfen, weil wahrscheinlich ist es ja jetzt meine Falle. Ich glaube ja, dass die Scoia'tael die ganzen Fallen hier aufgestellt haben. Wer auch sonst. Es wäre ja genau das, was sie im Schilde führen, dass sie einfach die ganzen Menschen hier überfallen und dann umbringen. Das haben wir ja schon die ganze Zeit gesehen mit den Toten, die von Pfeilen durchsiebt waren. Ja, so mehr oder weniger durchsiebt halt. Die hat ein paar Pfeile in sich stecken, aber es reicht ja auch aus, ne? So. Oh, da hatten wir sie. Oh, da hat aber ganz schön eine Menge dabei gehabt. Gut, gut. Oh, diese Farbstimmung, diese Lichtstimmung vor allem. Es ist halt einfach so herrlich. Weiß nicht, ob es gerade daran liegt, dass es vielleicht schon nachmittags wird, aber es ist einfach nur toll. Komme ich jetzt vielleicht mal irgendwann ans Tor da vorne? Vielleicht. Nein. Da ist doch ein Tor. Nee. Sieht nur so aus, als würde es da reingehen. Wahrscheinlich hier jetzt gleich. Ach, da bin ich jetzt wieder am Dorf. Cool, dann kann ich mir gleich mal, bevor ich die Herzen hole, werde ich nochmal bei der guten Hexe vorbeischauen. Ich frag mich ja, warum Hexen so verschrien sind. Ich finde die eigentlich ganz nett. Ah, da ist wieder so ein Kokon, seht ihr? Ja. Yeah. Pilze sammeln. Nein, ich kann wieder nichts sammeln. Hahaha. Ha, ha. Wo seid ihr? Da ist wieder. Endriagen, Kriege. Ich glaube, sie mögen es nicht so, wenn ich an die Eier gehe. Au. Au. Alter. Oh. Oh nein. Wo habe ich dann das letzte Mal gespeichert? Sag jetzt bitte nicht, als ich aus dem Haus rauskam. Oh, das sind aber auch so viele. Ich wollte eben noch den umhacken. Ich weiß, der andere, der lebte noch. Ich wollte gerade noch Quen drauf machen wieder. Und dann... Nee. Ärgerlich. Die Granaten. Ich werde jetzt die Granaten einsetzen. Die kommen aber auch immer aus dem Nichts, die Gegner. Ich hab... Ja, toll. Sie sollen leiden! Leiden! Mann. Das ist immer so doof mit den Saves hier. Es tut so weh!
Ihr müsst wissen, ich bin nicht der Typ, der alle paar Minuten auf die F5-Taste haut oder so. Ich finde das doof. Das ist doch... Ja, jetzt muss ich halt alles nachspielen. Du bist... Der... So. Schwöre. Na gut. Ich habe nur noch viermal tanzender Stern. Habe ich mir da nicht mehr gemacht? Gut, dann gehen wir jetzt auf den schnellsten Weg, oder? Ich wollte ja Offcam farmen, habe ich euch ja schon gesagt. Das werde ich dann auch so halten, dass ich dann einfach Offcam ein bisschen losziehe. Und... Oh, was? Ja. Kommt schon wieder was angerannt und ich sehe es nicht. Ich bin zu alt für sowas. Ja, Geralt ist schon ein bisschen betagter. Kommt da noch einer? Gib mir deinen Kram. Okay. Ach naja, dann werde ich jetzt doch mal öfter ein bisschen dran denken. Das Problem ist auch an der Sache. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber da ich die Hände am Gamepad habe, bin ich halt auch nicht so schnell an F5 dran. Das ist wirklich so. Ja, obwohl, bei Fallout bin ich ja genauso safe faul. Aber da sterbe ich auch nicht so schnell. Es ist ja das, ne? Es geht ja immer darum, wie schnell... Oder, ja, doch, wie schnelllebig einfach das Spiel ist. Wenn ich hier wirklich innerhalb von zwei Treffern fallen kann, dann ist das halt ziemlich unangenehm. Ach, da kommen sie schon wieder. Guck mal, hinter mir. Und da war eben nichts, oder? Und die roten Punkte auf der Minimap sehe ich auch nicht immer, übrigens. Hallo? Ah, da kommt schon der Nächste. Am liebsten würde ich die Talia ja schon plündern, ne, die Kokons. Da habe ich Ruhe. Wahrscheinlich kommt da die Königin und die wird mir dann erstmal richtig den Hintern versohlen, aber danach habe ich den Schwarm ausgelöscht. Aber ich will ja farmen. Oder ich muss ja farmen. Was war denn das, Geralt? Oh. Na, jetzt mache ich es wieder scharf. Also das Brennnesseln? Läufst du hier gerade durch Brennnesseln, Geralt? Jetzt spam ich die ganze Zeit X. Sollte ich nicht machen. So, nimm mal mit. Also durch Brennnesseln rennen, das muss doch sehr unangenehm sein. Auch wenn du so ein paar Lederhosen anhast, trotzdem, da geht da was durch. Ach, hier geht's ja auch rein, sieh mal. Hätte ich mir den ganzen Umweg gar nicht machen brauchen. Was haben wir hier noch? Das geht aber ganz schön weit raus, oder? Nee, komm, das ist mir zu weit. Ich gehe jetzt erstmal in die Stadt, hol mir die Augen. Es wird... Muss ja mal Zeit werden. Ich kann nicht nur durch den Wald hier rennen. Ich weiß, ihr sagtet schon, ich spiele teilweise richtig schnell und mache teilweise Sachen auch überhastet, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also ich spiele ganz normales Tempo, wie ich es wahrscheinlich auch spielen würde. Nur würde ich halt viel mehr sammeln, aber ich bin halt auch ein Hamster. Und genau das versuche ich hier ein bisschen einzuschränken ansonsten. Na, guck mal, das ist der Schmied, glaube ich, oder? Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Ich habe nicht nur zwei Schwerter, ich habe auch... Nein. Bist du hungrig? Ich habe frisches Fleisch da. Gestern habe ich ein paar Jungschweine geschlachtet. Es ist auch noch Ochsenfleisch und Wildbret von den Elfen da. Besseres Fleisch kriegst du nirgends. Ich brauche zwei Schweineherzen und zwei Paar Augen. Wozu denn das? Für die Armen und Bedürftigen. Ach, was geht's mich an? Über Hexer erzählen sich die Leute ja einiges. Das meiste davon stimmt ja auch. Gut, zwei Herzen und zwei Paar Augen. Keine weiteren Fragen. Yam, yam, yam. Was, Rinderherzen? Ich will aber Schweineherzen. Habe ich die jetzt bekommen? Ich will mir... Neckerherz, Neckeraugen. Warte mal. Hä? Das sind doch Neckeraugen und Neckerherzen. Okay, ich verstehe das nicht ganz. Es war doch eindeutig von Schweinen die Rede.
Und jetzt sind's doch Necker? Wusste ich doch, dass es sich lohnt, in dieses Drecksloch zu kommen. Volltests, Mörder, höchstpersönlich. Wie geht's denn so? Was macht die Gesundheit? Kann nicht klagen. Freut mich. Aber schau, der Weg nach Vysima ist lang. Ich habe keine Zeit zu verplaudern, nachdem ich dich schon so lange suchen musste. Gute Reise. Grüß Vysima. Hör mal, du Kaspar, lebendig bist du zwar mehr wert, aber im Zweifelsfall bin ich auch mit einem toten Hexer zufrieden. Such's dir aus. Versuch doch mal, mich umzubringen. Wirf dein Schwert weg, sonst garantiere ich für nichts. Komm her, wenn du mich haben willst. Willst du mich mit deinen tollen Handschuhen hauen, oder was? Hab ich denn noch mein Metallschwert? Ich glaube ja. Au. Der brennt mal schön. Guck gut, ne? Hallo, Geralt. Läuft. Oh, nicht wieder mit Schild. Der ist schon tot. Oh nein. Mama. Die Mama kommt jetzt auch nicht. Cedric. Na, geh da bloß nicht hin, Junge. Geh weg. Oh, das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid, ihr Drecksäcke. Strickleiter mit Holzsprossen, was soll ich denn damit? Lumpenhaftbefehl und Rad ist der Haftbefehl. Ist der Haftbefehl, Leute. Was ein Käse. Wo haben wir es denn? Haftbefehl? Wo ist denn der Haftbefehl? Wahrscheinlich ganz oben, ne? Nee. Vielleicht bei den Büchern? Haftbefehl, da haben wir ihn doch. Geralt von Riva. Hiermit wird allgemein bekannt gegeben, dass der Hexer Geralt von Riva sich des Kapitalverbrechens des Rigizids an Volltest, König von Temerien, schuldig gemacht hat. Als Mörder und Verräter ist Geralt von Riva des Todes durch das Feuer. Seine Festsetzung und Auslieferung an die zuständigen Behörden wird mit einer großzügigen Summe belohnt. Wer den Kopf des Delinquenten bringt, soll die Hälfte besagter Summe erhalten. Auch verlässliche, verifizierbare Informationen über den Aufenthaltsort des Kriminellen werden vergütet. Vorsicht, der Hexer ist bewaffnet und gefährlich. Ist er. Das haben die jetzt gemerkt. Der mit seinen tollen Handschuhen da. Sind ja schöne Verhältnisse hier. Der Zwergenschmied betrügt ihn. Was, der Zwergenschmied betrügt? Dann werde ich mal ein Wörtchen mit ihm reden, wenn dem so ist. Oh, Pilze. Ja, brauche ich, weil da kann ich mir tanzende Sterne von bauen. Oder? Haarschleierlinge? Mal ganz kurz gucken. Alchemie? Die ist echt gut. Also danke für den Hinweis, dass ich mir die bauen soll. Guck mal da, peng. Super. Da habe ich jetzt schon ein paar Kämpfe gut durchgewonnen mit. Gut durchgewonnen mit. Ja, es gibt keinen Sinn, aber ihr wisst schon. So, dann werde ich mir ganz schnell das Amulett mal holen von der guten Frau. Ich habe hier alles, was ich brauche. Ah, ich könnte mich immer noch so ärgern über diesen Todeszeug da, ne? Dieses Todessekret. Sekret des Todes. Das war jetzt total das rausgeschmissene Geld, leider, bei Cedric. Cedric! Oh, guck mal, die wachsen aber schnell nach. Ich war da wirklich vor zwei Parts und schon sind die ganzen Kräuter wieder nachgewachsen. Dann kann ich mir alle einfach einsammeln. Kostenlose Rohstoffe. Da noch ein bisschen Schöllkraut. Ja, ich sollte wirklich mehr Tränke zu mir nehmen. Aber es war ja schon mal ein guter Willen. Anjeska? Hier, das Amulett. Reden wir über das Amulett. Willst du es verkaufen? Nicht ganz. Ich möchte alles über dieses Ritual erfahren. Dann frag. Hier, kannst du das Ritual durchführen? Kannst du dieses Ritual durchführen? Tja, du hast alle Ingredienzen. Wenn du entschlossen bist, komm um Mitternacht zur Statue des Veopathes. Okay. Gut, ich komme bestimmt. Mhm. Melitele's Herz. Das ist ein schwieriger Name eigentlich. Melitele. Ja, ich hoffe echt, das lohnt sich. Ansonsten, ich ärgere mich da noch ein paar Parts drüber. Das glaubt ihr aber. Das ist halt, man hat's hier nicht so dicke. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Schwierigkeitsgraden ist, aber hier auf Dunkel, ich habe nie Kohle. Also ich kann mir schon ein bisschen was sparen, schätze ich mal.
Aber im Endeffekt werde ich hier nur arm wieder. Guck mal, das ist so marginal, der Schaden, den ich bekomme. Das ist eigentlich schon ein bisschen lachhaft. Von so einer Falle. Die lenkt nur ganz kurz ab. So, hier war es nämlich. Da habe ich nachgespielt und dann kamen hier zwei Viecher halt. Und die sind auf einmal verschwunden. Da ist es wieder. Endriage. Hast du die einzige? Von deiner Sippe? Oh ne. Die kommen halt immer irgendwo aus dem Gebüsch. Da vorne ist noch eine. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Geralt, du sprichst mir aus der Seele. Ich frage mich, ob er nicht schon mal drüber nachgedacht hat, in jeder Hand ein Schwert zu nehmen. Ich meine, im Prinzip kämpft er ja nur mit einer Hand und die andere bleibt dabei frei. Oder braucht er die für sein... Oh nein, da ist schon wieder eine. Oder braucht er die vielleicht für seine Wunder? Oder was sind das überhaupt, die Hexereien hier? Ist das Magie? Im klassischen Sinne wahrscheinlich nicht, oder? Tür. So, okay, jetzt reicht's, aber ich will noch diesen Part, wenn es geht, zu den Ruinen gelangen. Wenn nicht, renne ich jetzt einfach durch. So, gib mir mal euer ganzes Zeug. Wo liegt denn das jetzt? Hallo. Auch nicht schon wieder. Och, Kinder. Die geben aber auch keine Ruhe, ne? Oh, oh. Alter Schwede. Ah, nee. Ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Wisst ihr, wenn ich das letzte Mal gespeichert habe? Wisst ihr das? Ihr Mistviecher. Das muss echt nicht sein. Aber jetzt lass mich mal in Ruhe. Du kannst das Spiel jetzt nicht speichern. Das habe ich mir schon gedacht. Jetzt. Danke. Das was. Das was. Ach komm schon, ich habe so viele von euch geschnetzelt. Da ist noch was. So, ich laufe jetzt ganz geschwind durch. Ich möchte mich unbedingt. Meine Güte, Leute. Nach müde kommt doof, ne? Ja, ist. Und möchte ich unbedingt mal rausfinden, was hier läuft bei dem frechen Geist. Daneben geht's noch. Es sind überall so viele Verlockungen. Man muss immer so ein bisschen abseits noch gehen. So, wenn ich nicht die Orientierung verloren habe, müsste ich gleich links und dann bin ich da. Hoffe ich doch. Wald bei Flotsam. Ich habe die Orientierung ein bisschen verloren. Ja, ja, ich kann euch schon wieder hören hinter mir, ne? Oder auch nicht. Hier ist es. Och, Kinder. Komm schon. Da ist doch gar nichts. Kein Schwein da, warum lasst ihr mich nicht da hoch? Da kommt was. Stirb. Die sind aber auch hartnäckig, die Viecher. Ist jetzt gut, ja? Ich mach das dann echt, Leute. Ich werde offcam ein bisschen farmen, bis ich von allem genug habe. Und dann werde ich vielleicht im nächsten, übernächsten Part die ganzen Viecher einfach... Nein, hier geht's doch nicht lang. Das war ja noch eins weiter vorne. Ja, Leute, es macht keinen Sinn mehr, jetzt noch weiterzumachen. Es tut mir leid. Ich bin zu müde. Einfach. Weiß nicht. Ich habe meine Gedanken wieder woanders. Da ging's hoch. Genau der war's. Okay, trotzdem. Hier ein kleiner Cut. Ich würde mich sehr über ein bisschen Liebe freuen. Gebt mir ein paar Likes, schreibt mir ein paar nette Kommentare, wenn ihr möchtet. Und ja, weiterhin Tipps, Tipps, Tipps. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die lese, wirklich. Gut, Leute, wir sehen uns wieder zu The Witcher 2 Assassins of Kings.